Premium-Marke. Das klingt schon mal gut und das gilt in der Automobilindustrie als Garantie für ordentliche Gewinne. Aber wenn die Konjunktur nicht so gut läuft, dann wird auch irgendwann mal eine Premium-Marke unter Druck kommen. Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Wir blicken auf die Automobilindustrie, in der uns zuletzt VW mit einem Gewinneinbruch von 45% geschockt hat. Also dazu begrüße ich nun Jürgen Pieper, Autoanalyst des Bankhauses Metzler. Herr Pieper, allgemeine Konjunktur und Autokonjunktur laufen ja nicht immer gleich. Und wir haben jetzt aus der allgemeinen Konjunktur eine Reihe von negativen Signalen. Es wird nicht so gut weitergehen. Amerika ist relativ mau. Die Chinesen haben nicht mehr Steigerung des Wachstums, sondern das ist doch deutlich abgekühlt. Ja, und in Südeuropa hört man ja, tut sich eigentlich immer noch nichts Richtiges, dass die Konjunktur da anspringt. Also wie verhält sich denn dazu die Autokonjunktur? Ja, in diesem Jahr liegt die Autokonjunktur weltweit etwa so wie die Gesamtkonjunktur. Das ist aber jetzt nicht eine Zwangsläufigkeit, sondern das ist jetzt im Moment eher Zufall, weil China sich etwas abschwächt, was die Premium-Autoverkäufe betrifft. Mhm. Der Markt liegt sogar bei gut 10% Wachstum, hat sogar ganz tick zugenommen. Mhm. Europa ist dafür weit unter seiner Wachstumsrate, was die Autosales betrifft. Die liegen also zweistellig im Minus weiterhin. Die große Enttäuschung dieses Jahr ist eigentlich Deutschland. Mhm. Deutschland ist richtig abgetaucht, liegt jetzt year-to-date bei minus 12-13%, was die Autokäufe betrifft. Und das ist eigentlich der Markt, der am weitesten entfernt ist von seiner gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in negativer Hinsicht. Dazu kommt USA, das läuft ganz solide. Also die Welt setzt sich nach wie vor aus einem sehr heterogenen Einzelbildern zusammen. Mhm. Wenn man das mal so nimmt, und da ist jetzt sozusagen Druck auf viele Firmen, dann sollte man ja annehmen, dass die Konsolidierung, die immer wieder zitiert wird in dieser Branche, mit vielen, vor allen Dingen mehr Massenherstellern, irgendwann mal doch stattfindet. Man hat den Eindruck, da tut sich nichts. Irgendwie rappeln die sich alle wieder, ein bisschen Staatshilfe hier und da. Oder wie im Fall von Opel heißt es ja, wir wollen investieren, wir werden die Wende schaffen. Wie realistisch ist das? Ja, Konsolidierung findet statt. Zunächst mal sicherlich bei weitem nicht in dem Maß, wie man sich das als Autoanalyst wünschen würde. Aber immerhin, Opel macht ja das Bochumer Werk mit großer Wahrscheinlichkeit eben doch zu, nach so und so vielen Jahren Diskussion. Peugeot wird ein Werk in Frankreich zumachen, auch nach sehr langer Diskussion. Zeigt eben, dass Autokonsolidierung der Industrie eben sicherlich auch immer ein großes Politikum ist. Es geht um große Werke, es geht immer um sehr viele Arbeitsplätze, es geht um sehr große Symbolkraft. Und deswegen ist es so problematisch, bei Autos wirklich von einer Kürzung der Kapazitäten zu sprechen, beziehungsweise das eben auch durchzusetzen. Mhm. Weltweit haben wir ja das Phänomen, dass die japanischen Autobauer Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, weil der Yen massiv gedrückt wurde durch die ultra-expansive Geldpolitik der japanischen Notenbank. Wie verändert sich dadurch der Wettbewerb, der internationale Wettbewerb? Denn das spüren wir jetzt ja sozusagen als deutsche Hersteller auch. Ja, der wird sich sicherlich im Laufe des Jahres verschieben. Eine 20-25-prozentige Veränderung der Währungsrelationen wird mit Sicherheit Einfluss haben. Die Japaner sind ja, was das Massengeschäft betrifft, sind sicherlich mit dem Deutschen mehr oder weniger auf einem Niveau im Weltmarkt. Und dort wird man sehen, dass eine Toyota, eine Nissan entweder mit ihren Preisen in manchen Märkten etwas runtergehen, was sicherlich direkten Einfluss auf den Wettbewerb hat, oder sie werden einfach diese Währungsgewinne nutzen, um ihre Gewinne massiv zu steigern und dieses Geld dann eben in Entwicklung zu stecken, was auch immer. Es wird Verschiebungen geben. Also speziell in den USA kann man sich vorstellen, dass eine Toyota im zweiten Halbjahr aggressiver wird von der Preisgestaltung her. Und das ist auch die deutschen Hersteller merken werden. Ein bisschen auch im Premium-Markt. Ja. Denn eine Lexus und Infiniti haben auch mit dem Premium-Geschäft zu tun. In den USA zumindest mal. Und insofern sehe ich schon gewisse negative Folgen im zweiten Halbjahr. Mhm. Sie haben jetzt schon gerade die Premium-Marken angesprochen. Wenn Sie die jetzt noch mal analysieren, wie stabil bleiben die? Also auch da gibt es ja jetzt, wie Sie schon gesagt haben, in bestimmten Bereichen ganz schön Druck. Sind die Premium-Marken immer noch sozusagen the best bet, wenn man auf Automobilaktien wahrscheinlich setzen möchte? Gut, wenn man jetzt nicht immer ganz genau hinschaut, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht jede Entwicklung im Wochen-, monatsweise mitbekommen, ich kann sie natürlich auch nicht immer prognostizieren, dann ist man im Prinzip da besser aufgehoben. Also in fast jedem einzelnen Jahr
wächst der Premium-Markt schneller und besser, mit verbunden natürlich mit höheren Margen als das Massengeschäft. Mhm. Aber es gibt schon Ausnahmen. Es könnte sein, dass im zweiten Halbjahr tatsächlich China zeigt so ein bisschen Zeichen dafür, dass Premium nicht mehr so gut wächst wie das Massengeschäft. In den USA könnte es diesen Druck über Lexus und Infiniti geben. Mhm. Also man muss auch vorsichtig sein, dass man das immer zum allgemeingültigen Gesetz erhebt, das immer gilt. Gucken wir uns dann die einzelnen Aktien genauer an. Wir beginnen mit VW. Und da gibt es angekündigt von Herrn Winterkorn seit langem harte Zeiten. Und die harten Zeiten sind offenbar jetzt mit den letzten Zahlen eingetreten. Wie steht es denn um VW? Ich sehe VW immer noch in der Rolle des robustesten, was die Gewinnentwicklung betrifft. Das erste Quartal scheint dagegen zu sprechen. Mhm. Aber dieser von Ihnen angesprochene Gewinneinbruch hat bei näherem Hinsehen auch zwei Sondereffekte beinhaltet. Es gab zwei Kosten, die jetzt wahrscheinlich nur im ersten Quartal angefallen sind für MAN. Die sind in der Restrukturierung begriffen. Und in China, das ist ja bekannt geworden, dass es dort Qualitätsprobleme gab. Mhm. Dafür hat man eine Rückstellung gebildet. Das macht ungefähr 400 Millionen Euro zusammen aus. Mhm. Wenn man das berücksichtigt, war die Gewinnentwicklung minus 20-25%. Das war absolut noch akzeptabel. Noch wichtiger ist, dass VW nach wie vor sehr viel Zutrauen hat zwischen den Zeilen. Sie sprechen auch von den großen Problemen und so weiter, aber sie sprechen zwischen den Zeilen auch sehr viel Vertrauen aus, dass sich die Gewinne im Jahresverlauf wieder erholen werden. Vor allen Dingen durch die Einführung ihrer ganz massiv wichtigen neuen Plattformen im Massengeschäft und auch durch die Integration von Porsche, was eben sehr viel für die Gewinne dieses Jahr bringt. Und das macht für mich Volkswagen immer noch, oder jetzt gerade wieder nach diesem Kursrückgang, eigentlich den interessantesten Fall unter den großen dreien auf der Kaufseite. Mhm. Ist die Porsche-Aktie, muss man mal kurz erwähnen, die ja nichts anderes als eine Beteiligungsholding praktisch mit VW-Aktien ist, aber sich offenbar jetzt neu in das Beteiligungsgeschäft stürzen möchte. Ist das eventuell eine interessante Aktie? Ja, ich würde immer Volkswagen und Porsche Vergleiche nebeneinander legen von der Entwicklung. Wer dann zur einen Seite stärker abweicht, der wird dann möglicherweise eher der Kauf. Ich finde, beide gehören natürlich ganz eng zusammen. Wie Sie sagen, Porsche besteht im Prinzip aus Volkswagen-Aktien. Und insofern ist beides eigentlich fast immer parallel zu sehen, auch von der Einschätzung her. Wie gesagt, wenn Porsche mal stark abfällt, würde ich eher die Porsche kaufen. In diesem Jahr hat, glaube ich, Volkswagen ein bisschen underperformed, relativ gesehen. Ja. Und ist für mich deswegen auch der bessere Pick. Mhm. So, jetzt schauen wir auf Daimler. Ja, und Daimler hat auch ziemlich schlechte Zahlen geliefert. Der Aktienkurs, den wir jetzt sehen, signalisiert aber auch ein bisschen Hoffnung wieder. Nachdem der Sturz kräftig ausgefallen ist, hat die Aktie sich ganz schön wieder erholt. Also wie beurteilen Sie die Zukunft von Daimler? Ja, die Zahlen waren in meinen Augen sehr schlecht, vor allen Dingen in diesen beiden wichtigen Geschäften Mercedes und Daimler Trucks. Da lagen sie wirklich weit unter den Erwartungen, vor allen Dingen weit unter den Potenzialen, die Daimler ja seit Jahren kommuniziert. Es ist einfach die so und so vielte Enttäuschung, der so und so vielte Rückschlag bei den Zahlen. Wir sind meilenweit von Renditen entfernt, die gut sind im Autogeschäft, meilenweit von BMW und Audi. Und ich glaube, nachdem Daimler auch in den letzten 7-8 Jahren, glaube ich, 15-20 Mal im Prinzip enttäuscht hat, ist irgendwo diese Hoffnung sehr gering geworden. Ich würde darauf nicht mehr setzen, ganz ehrlich gesagt. Also, dann gucken wir auf BMW. BMW hat, wenn ich das richtig sehe, nicht enttäuscht. Ganz frische Zahlen haben wir und wir haben den Chart dazu. Und der zeigt uns auch, dass die BMW-Aktie relativ stabil gelaufen ist im Vergleich zu den anderen, auch wenn die hat ein bisschen federn lassen. Wie beurteilen Sie BMW? BMW ist für mich im Moment der schwierigste Fall. Ich sehe sie grundsätzlich, halte ich das Unternehmen für sehr, sehr gut und sehr, sehr leistungsfähig. Ich glaube, dass sie dieses Jahr in eine Phase reinkommen, wo verschiedene Produkte ein bisschen schwächern, einfach aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters. Und das sind allesamt wichtige Produkte, wie der 7er, wie der X5, wie der 5er auch, denke ich mal, ab jetzt. Und das hat schon Einfluss auf die Marge. Die Marge im Autogeschäft geht zurück. Die ist auch unter der von Audi, wird weiter leicht zurückgehen. Und sie werden, glaube ich, sehr hohe Kosten für die Vermarktung des i3 haben, des ersten richtigen Elektroautos von BMW. Sie wollen es zum Erfolg machen, um nahezu jeden Preis. Mhm. Das heißt, sie werden sehr viel in Marketing stecken. Gleichzeitig wird es aber, glaube ich, erstmal kein großer Markterfolg werden. Mhm. Und deswegen, es ist für mich im Moment ein Sell, jetzt auch nach diesen guten Zahlen. Aber es ist anders als Daimler, das ist eigentlich ein Unternehmen mit sehr, sehr hohen Qualitäten. Mhm. Da kann ich ja auch ohne weiteres eine Meinung akzeptieren, die da anders lautet oder die zumindest mal in Richtung Halten geht. Mhm. So, also halten wir mal fest, Daimler, Sell, BMW auch erstmal Sell und VW war, wenn ich das haben Sie noch nicht so ganz deutlich gesagt,
dann möglicherweise mit ein bisschen Mut einen Kauf oder Einkauf, drängt sich das auch nicht unbedingt auf? Doch, ein Kauf, würde ich eindeutig sagen. Die Quartale werden von jetzt ab wieder besser werden. Ja. Man wird, glaube ich, mit dem zweiten sogar schon Gewinnsteigerung sehen gegenüber dem letzten Jahr. Die Plattform wird eine sehr große Auswirkung haben auf VW. Porsche wird eine sehr große Auswirkung haben auf VW. Die China, es gibt kein anderes Unternehmen, was so stark in China ist, was so stark in den Emerging Markets ist insgesamt. Und beides ist nach wie vor eher ein positiver Faktor als das Gegenteil. Mhm. Also Volkswagen ist, und ist auch die billigste der drei mit Abstand im Moment. Und insofern ist Volkswagen für mich ein eindeutiger Kauf. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also man muss genau hinschauen in der Automobilindustrie, man muss differenzieren. Der schöne große Name ist allein nicht ausreichend, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wir haben ganz klar gehört, bei VW, trotz Schwierigkeiten, eröffnet sich längerfristig das größte Potenzial. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.